Sie kennen das. Es ist Sonntagnachmittag, Sie haben nichts anderes zu tun und möchten einen Film schauen. Ihre Anlage geht an, doch dann das. Sonne, der Feind eines jeden Filmfetischisten. Doch das muss nicht sein. Mit ein bisschen Haussteuerung und etwas Technik erledigt sich Ihr Sonnenproblem ganz von allein. So können Sie in Zukunft Ihren Film genießen. Die erste Möglichkeit, die es gibt, sind diese Gurtwickler, wie diese hier. Die werden einfach vor den Rollladen, diesen Gurthalter gesetzt. Und über diverse Rollen, die hier drin sind, ziehen die im Prinzip das Band hoch und runter. Und Sache ist, einerseits, man hat halt diesen riesen Klotz im Raum sitzen und sie sind vergleichsweise teuer. Deswegen, bin ich auf der Suche nach etwas anderem gewesen und . Einfachste Möglichkeit, ein Rollladenmotor. Was bekommen wir dann? Wir bekommen einmal den Motor selber. Das ist hier so ein Rohr. Das wird in der Welle vom Rollladen versenkt. Man muss also auf jeden Fall den Rollladenkasten auseinandernehmen. Das Ganze hat dann hier auf der einen Seite den Kopf, wo das Kabel dran ist, mit so einem Vierkant. Zwei Löcher, wo man Einstellungen machen kann. Und der Motor selber, der ist nochmal geteilt. Einmal hat man hier etwas, das sich drehen kann. Das ist ein Sensor. Damit kann der Motor feststellen, ob irgendwas blockiert ist. Dann haben wir das Motorgehäuse selber und am Ende wieder solch ein Metall. Und dazu gibt es dann hier diesen Mitnehmer. Der kommt hier vorne drauf. Und der verankert sich dann sozusagen in dem jedenfalls in dieser Rollladenwelle und treibt das Ganze an. Dasselbe gibt es natürlich auch hier vorne, da wo dieses Mitnehmerteil ist, da gibt es auch nochmal einen Adapter, der sich mitdrehen kann und diese Form hat für die Welle. Das hier vorne guckt am Ende raus mit dem Anschlusskabel. Das Anschlusskabel selbst ist üblicherweise hier sowas mit 5 Drähten. Das ist einmal Erde und Neutralleiter. Dann haben wir vier Drähte natürlich. Einen schwarzen und einen braunen. Das sind die beiden Richtungen, die es gibt. Die Richtung selber kommt halt immer drauf an, wie rum man es eingebaut hat. Meistens ist auch noch so eine Halterung dabei. Das ist die, die an die Wand kommt und da wird der Motor dann eingehangen. Und üblicherweise gibt es dazu dann ein bisschen Befestigungsmaterial. Hier zum Beispiel diese Splinte und Sicherungsstift. Das ist alles hier hinten für den Mitnehmer. Bei mir war jetzt auch noch hier so ein langes Stäbchen dabei. Das ist, um am Ende hier diese Einstellung machen zu können. Oder besser machen zu können. Diese Einstellung, das sind die Endpunkte. Das heißt, damit definiere ich, wo oben und unten ist. Das heißt, wo der Rollladen automatisch stoppt. Gut, jetzt haben wir hier den Rollladen und ich muss jetzt erstmal so das Band, dann kann ich das hier mit der Hand ein bisschen drehen, so dass ich an die Schrauben rankomme. Und das ist schon mein erstes Problem, weil der hier arbeitet dummerweise mit Schrauben und nicht mit Clips. Das heißt, am Ende muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mit den Schrauben den Motor nicht beschädige. Selbstverständlich sind das auch Schlitzschrauben, dass ich nicht vernünftig dran arbeiten kann. So, erstmal hier das Band hier mal fixieren, dass mir das nicht laufend abhanden kommt. Jetzt kann ich in Ruhe schrauben. Wenn der Schraubenzieher passen würde. Ja, der Rollladenpanzer selber, der ist ja in Führungsschienen, das heißt, der sollte eigentlich auch ohne hier oben. Das heißt, ich meine, im Moment ist ja keine Spannung mehr drauf. Ich kann hier wackeln, wie ich will. Ich sehe, man sieht nichts. Aber der trägt sich im Prinzip so selber. Okay, ich glaube, diese Schrauben müssen definitiv ersetzt werden. Die werden gegen was Kürzeres.
Und hier ergibt sich dann auch schon direkt das nächste Problem, was sich zeigt. Denn das hier ist eine zugeschnittene Welle. Das heißt, die hat eine feste Länge. Die neueren, die haben halt ein Endstück, wo man einstellen kann. Der hier offenbar nicht. So. Wunderbar. Dreht sich frei. Dann das Wandgerät. Und das ist hier eingehangen. Müsste ich das auch aushängen. Richtig. Ha. Kann eine ganze Welle aushängen. Noch besser. So. Die Welle ist raus. Müsste ich nur noch hier vorbei. Das heißt, das Ding hier muss weg. Der Gurtwickler. Also nicht der Gurtwickler selber, sondern das Oberteil davon. So. Und dann müsste die ganze Welle aus dem Rotary-Kasten kommen. Wunderbar. Soweit, so gut. So, holen wir erstmal die ganze Welle raus. Langsam löst es sich. Wunderbar. Das war's mit dem Gurt. Ist ja immer noch hier dieses Gummiteil hier drin. Ich fürchte, da brauchen wir ein bisschen Powerfuß, um das da raus zu befördern. Denn, naja, der Motor muss ja in die Welle und dafür muss hier der Kopf weg. Die andere Seite hat, außer jetzt eine Menge Dreck, ein Kugellager hinten drin. Das ist, denke ich, okay. Da muss ich mir keine Gedanken machen, das kann drin bleiben. Das heißt, diese Seite hier, die muss runter. Ich glaube, da brauche ich einen Schraubstock. So, ab ist es und ich muss sagen, der war definitiv weit genug drin. Die Welle ist noch soweit intakt, das heißt, der Motor kann jetzt rein. So, okay, ich habe jetzt am Motor hier oben diesen Kopf fixiert. Stand zwar jetzt nichts in der Anleitung wie, aber hey, passt nur ein Teil. Auch hier vorne der Mitnehmer ist drauf und das Ganze sollte sich jetzt rein theoretisch in der Welle versenken lassen. Auf einer Seite ist hier so eine Nut drin, die kommt dann entsprechend hier hin, wo die Welle zusammengemacht ist. Und wie Sie sehen, passt das nicht. Nun gut, ich glaube, ich muss an einigen Ecken mal die Welle noch ein bisschen nach außen drücken. Kann jetzt sein, durch das Rausholen vom Kopf habe ich die ein bisschen demoliert. Die sind ein bisschen nach innen gedrückt und ja, die holen wir mal wieder raus. Ich sagte, der Gewalt ist keine Lösung. Manchmal doch. So, auch beim Mitnehmer darauf achten, da gibt es wieder irgendwo so einen Riss, so eine Lücke, die kommt dann wieder hier auf die Nut. Den Motor in die, hier den Mitnehmer richtig hindrehen, dass es übereinstimmt mit dem vom Ring. Ja, und jetzt ist der Motor komplett in der Welle drin. Ja, jetzt kommt der nächste große Problem, nämlich das muss wieder hier rein. Da ich hier an der Welle keine Länge einstellen kann, heißt das natürlich, es muss passen. Ansonsten habe ich ein Problem. Aber sie ist etwas zu kurz, würde ich sagen. Das war, denke ich, kein so großes Problem. Da machen wir einfach hier ein kleines Hölzchen hin, womit wir ein bisschen weiter nach innen kommen. Und ja. Dann müsste das rein theoretisch passen. Die alte Halterung ist natürlich eh noch raus. Die können wir nicht mehr brauchen. Allerdings nur auf der Motorseite, auf der anderen bleibt ja alles beim Alten. Ja, wichtig ist natürlich, dass das Ganze gerade ist. Und ja, ich unterlege das Ganze informatikergerecht mit Festplatten. War halt das erste, was jetzt hier war, und mir geht gerade mein Unterlegematerial aus. So, eine Packung Platinen. Ja, ein bisschen kann es noch.
noch ein bisschen. Ja, das ist gerade. Gut, in die andere Richtung das Ganze gerade zu bekommen, ist dummerweise nicht mehr ganz so einfach. Das heißt also vorne hinten jetzt in diesem Fall. Da kann ich mich jetzt nur darauf verlassen, dass die Außenwand halbwegs gerade ist. Hoffentlich. 14,5. So, rein theoretisch müsste das jetzt passen. So, gerade sollte das Ganze sein und man sieht hier schon, ich habe hier ein paar Laminatreste mir organisiert. Die passen so schön hinter den Motor, beziehungsweise den Motorhalter. Dann würde ich mal behaupten, probieren wir mal das Ganze irgendwie da an der Wand zu verankern. So, das Ganze ist jetzt eingebaut und auch befestigt. Allerdings, ja, so bringt uns das nichts, denn in jeder Form kann ich die Rolle nicht befestigen, weil hier sind die Löcher nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Walze drehen. Und dazu gebe ich jetzt erstmal auf eins der Kabel Strom, gucke dann in welche Richtung es sich dreht, hoffentlich runter. Und wenn es runter geht, kann ich über die Einstellteile dann so weit drehen, bis dass die Löcher hier vorne sind und ich kann den Rollladen befestigen. Okay, ich entschuldige mich schon mal fürs fehlende Video, aber ich habe die Punkte jetzt eingestellt, oben und unten. Und ich gebe jetzt mal Strom auf die Aufwärtsrichtung. Schon mal gut aus. Der Rollladen zieht sich langsam hoch. Und sollte theoretisch auch oben entsprechend anhalten. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Runter hatte ich eben auch schon getestet. Hält auch exakt unten an. Ja, und natürlich hält er auch in der Mitte an, wenn man entsprechend vorher den Strom wegmacht, was dann für das Fernsehschauen ganz gut ist. Ja, denke mal, funktioniert.